Ja, liebe MOBA-Freunde, heute stelle ich euch wieder ein Modell vor, beziehungsweise eine Aufrüstung auf MFX und Sound. Das ist die Märklin 36159, das ganz berühmte Krokodil. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch mal ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Dann kommen wir auch mal zum optischen Teil, beziehungsweise auch mal zur kurzen Erklärung. Märklin bietet ja, leider keinen Magneten an, also keinen Permanentmagneten, was sehr negativ ist, finde ich. Also für die eigenen Modelle nichts anzubieten, ist schon ein sehr großer Kritikpunkt. Auch gerade mit den Umbaumaßnahmen, die man ja gern macht, hier bei solchen Lokomotiven. Also wir haben hier jetzt einen Permanentmagneten verbaut von ESU. Da füge ich am Ende natürlich auch noch ein paar Bilder hinzu. MFX und Sound Decoder ist auch von ESU, weil der einfach ein bisschen mehr Strom aushält, also ein bisschen mehr Strom liefern kann als die Märklin Decoder. Und die Lok hier mit dem Großmotor, die zieht natürlich schon einiges an Strom und somit sind wir auf den ausgewichen. Also natürlich ist da die braune Lackierung bei dem Modell. Ähnelt sich ja eigentlich der 3015. Beziehungsweise ein großer Unterschied ist eigentlich nicht. Standardmäßig ist ein Delta-Decoder verbaut und somit dann offiziell als digital gelistet. Aber der restliche technische Bereich ist eigentlich gleich wie bei der 3015. Ist auch hier die Lackierung noch original vom 3015. Ja, also jetzt hier mit diesen Haltegriffen natürlich. Ist natürlich etwas schwer zum Zeigen. Die bringt richtig Gewicht auf die Gleise, muss man sagen. Also da hat man ein richtig massives Stück in den Händen. Alles aus Metall. Also auch innen das Getriebe, die Zahnräder komplett aus Metall. Da gibt es eigentlich nichts aus Kunststoff. Beziehungsweise das Einzige aus Kunststoff sind eigentlich diese Fensterchen hier. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts. Dann mal hier oben, da sind jetzt neue Pantographen noch verbaut worden. Einfach optisch auch wunderschön gemacht. Hier diese Leitungen, man sieht auch hier die Applikation richtig fein detailliert. Ansonsten, ja klar, hier diese Gitter, natürlich kann man sehen, auch hier diese Stangen oder Griffstangen komplett verlaufend. Hier die Bügel und natürlich die drei Spitzensignale. Das ist ja der Schweizer Vorbild, sage ich mal, also mit der Beleuchtung. Der Besitzer hat jetzt auch gewünscht, dass man unbedingt diese Glühbirnen drin lässt, wenn möglich. Auf dem Video flackert es ziemlich stark. Hier ist in Wahrheit nicht so. Also natürlich klar, vom Digitalen her hat man immer ein leichtes Flackern bei Glühbirnen. Aber nicht so stark, wie es auf dem Video nachher aussieht. Es gibt ja schon ein kleines Tutorial, wie man diese Lok öffnet. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, auch bei mir hier im Kanal. Das sind im Prinzip 6 Schrauben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also sieht man dann ganz gut. Im Tutorial wird es auch erklärt. So ein kleiner Punkt wird auch noch eingegangen, ungefähr auf die Wartung. Auch gerade vom Birnentausch, weil hier natürlich auch eine Schraube ist zum Öffnen. Für die Glühbirnen zum Auswechseln. Aber ja, man sieht natürlich hier vom Antrieb 2 Haftreifen angetrieben. Reicht auch vollkommen aus, allein schon vom Gewicht ist die sehr stark. Also sprich, wenn man die hier mal loslässt, zieht die auch einiges weg. Also sie hat gut Power. 2 Schleifer zur Stromabnahme. Hier sieht man auch die einzelnen Wartungspunkte natürlich, also zum Ölen bzw. Fetten dann auch. Also gerade hier die ganzen Achsen zum Ölen. Auch ans Getriebe, also für eine kleine Wartung kommt man hier sehr gut dran, muss man sagen. Das ist vielleicht ziemlich freundlich gemacht. Hier mit der kleinen Abdeckung, wo man dann theoretisch an den Motor dran kommt. Also ist schon ein Prachtstück, dieses Krokodil. Deshalb ist das ja auch so berühmt und bekannt. Jetzt gleisen wir das gute Stück mal auf. Wir verzichten jetzt mal auf den Rollenprüfstand, da werde ich noch ein separates Video machen, dass man einfach mal nur rein die Fahrweise sieht und auch wie sich hier alles bewegt und dreht. Jetzt zeige ich gerade mal hier, das sieht man auch gleich dann.
Ist natürlich wunderschön. Es ist ja echt so das Highlight an dem Modell, dass sich hier alles bewegt und die ganzen Stangen hier. Jetzt starten wir gleich mal mit der Beleuchtung. Und da sieht man dann auch diesen Wechsel. Also sprich, wie im Vorbild leuchtet hier immer unten rechts rückwärts die Lampe. Wenn man umschaltet, natürlich drei Lichtspitzensignale. Man erkennt es ganz gut, wie es dann heller wird. Also es wechselt richtig schön. Dann der Fahrsound, den machen wir gleich. Dann haben wir noch eine Pfeife. Nochmal eine Pfeife. Den Kompressor. Ein Ventil. Schaffnerpfiff. Das Kuppeln, Sanden, dann haben wir auch noch das Bremsen lösen. Ansage. Ein Türengeräusch. Dann zwei kleine Funkgespräche. Einen Ölkühlerlüfter. Ein Pantographen auf und ab. Und dann sind noch zwei Kurzpfeifengeräusche. Dann starten wir mal den Motor. Also merkt hier schon, also der ESO-Decoder hat hier echt einen. Also natürlich sehr negativ, dass eine ESO eigentlich nichts mitliefert, also sprich keine Adapterplatine oder irgendwas. Das heißt, man muss es sich ja entweder noch zusätzlich kaufen oder werben. Oder man nimmt natürlich aus dem Sammelsurium was, wenn man was hat. Dafür ist allerdings der Lautsprecher bedeutend kleiner als bei Märklin, bringt aber viel mehr Volumen und auch einen wirklich richtig satten Klang. Also da ist schon ein Vorteil zu Märklin, muss man sagen. Allerdings natürlich auch ein ordentlicher Preisunterschied, das muss man einfach mal erwähnt haben. Ich starte mal das Motorgeräusch. Und am Ende lasse ich noch mal alle Töne durchspielen, einfach zum Genießen.
Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch mal ein Abo da und einen Daumen nach oben. Für Anregungen und Wünsche gerne die Kommentarfunktion nutzen.